Ich bin einfach bereit für mehr Football, gespannt auf ein neues Kapitel in einer neuen Stadt und ja, ready to work. Nee, also ich bin ganz normal draft eligible, heißt ich kann wie jeder andere College-Spieler auch gedraftet werden. Wir finden es geil, wenn jetzt Football hautnah dran ist und nimmt die Perspektive von einem Coach mit, der schon lange, lange hier ist. Football hautnah blickt hinter die Kulissen eines tollen Mannes, der mir im Leben sehr viel mitgegeben hat und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Hört den Podcast und feiert einfach Football. Herzlich willkommen bei Football hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Also, hallo nochmal an alle, die tiefer in die Materie Football einsteigen möchten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Football-Hautnah-Hörer. Ich möchte euch in diese Woche mit der Interviewreihe vom Camp in Stuttgart und auch vom Jugendcamp mit Jakob Johnson, was Andy Meyer organisiert hat, mitnehmen. Ein paar Interviews und wir starten direkt mit ein paar Highlights rein mit Jakob Johnson, Marcel Dabo, Björn Werner, Sami Chubachi und auch Philipp war mit dabei, der Jakob ja begleitet hatte beim Road to Super Bowl und den YouTube-Kanal auch macht. Der hat auch noch ein paar interessante Infos zu seinem Cousin zu erzählen und auch was am Roadtrip so los war. Und ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich es noch, dass ich auch das Interview von David Bader mit reinpacke. Ihr werdet es dann sehen. Also, wir starten direkt rein. Jetzt kommen einige Interviews direkt, die ich am Wochenende da aufgenommen hatte. Also, let's go und viel Spaß euch. Jetzt kommt Jakob, oder? Ist er das? Was denn? Der Jakob, hier mit Kamerateam. Ja, bestimmt, wenn die Kamera dabei ist. Jakob. Ist Jakob, ja. Schauen wir doch mal hin. Ja, aber, gut? Ja, gut. Jakob, aus dem Haus! Ja! Und alles gut, oder? Ja, sehr klar. Dann schau dich einfach ein bisschen um. Würde ich sagen, kommen wir mal zusammen. Das passt hier dann ganz gut. Da sind auch die Leute, die wollen dich sehen. Und dann legen wir dann los. Ja, okay. Ja, dann 10 Minuten oder so. Ja, 10 Minuten. Super. Okay. Ich komme Arbeit ablenken, aber es geht vor. Ja, wir haben das. Jakob, hi. Right. Hi. 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 Ja, also hier im Football Hautnah Podcast Jakob Johnson, genau. Der neue Besitzer und neue NFL-Spieler der Las Vegas Raiders. Yes, sir. Schön, dass du hier mit dem Podcast mit dabei bist. Wie ist es jetzt für dich, wieder in Stuttgart zu sein? Und wie waren auch so die letzten Wochen jetzt für dich mit Patriots, jetzt Raiders? Was ging da so alles ab? Ja, also es ist halt die NFL-Offseason, da ist immer viel los. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, einfach hier zu sein, um mal meinem Franchise jetzt bei der Arbeit zuzuschauen, sehen, was die Coaches hier machen und ja, dann gespannt auf nächstes Jahr, wie die Leistung aussieht. Und Coaches, hier Martin Hanselmann ist jetzt hier Head Coach. Er ist hier unser Star im Podcast. Was sagst du über Martin? Woher kennst du ihn schon? Und wie ist er für dich jetzt als Owner, dass du so einen Head Coach hast, der so viel Erfahrung auch hat? Ja, man kennt ihn ein bisschen aus seiner Vergangenheit. Er hat ja zum Beispiel den Socha-Bruder gecoacht und hab da ja den Namen schon mal gekannt. Und auch aus den deutschen Football-Kreisen kennt man ihn ja. Und ja, ich bin einfach gespannt jetzt, wie seine Vision hier mit dem Team aussieht, wie das Team nächstes Jahr aussehen wird und wie sich das Ganze entwickelt. Was ist so deine Erwartung jetzt, nachdem du mit eingestiegen bist? Also hast du so einen festen Plan und sagst hier, da muss es hingehen? Also ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, bei einem ganz guten Franchise gelernt. Und ja, man, das Wichtigste ist erstmal, die Erwartungen einfach am Boden zu halten. Die Jungs sind hier, um besser zu werden. Die Jungs sind hier und die haben auch einen langen Weg vor sich. Es werden ein paar harte Gegner nächste Season sein. Und in jeder professionellen Liga ist es schwer zu gewinnen. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass wir einfach auf dem richtigen Pfad sind, als Organisation die richtigen Entscheidungen treffen und eben Football hier in Stuttgart nach vorne bringen. Wie tief bist du jetzt schon involviert mit The Search, wenn du parallel noch NFL vorbereitest und trainierst? Ja, ich versuche zu helfen, wo ich kann, aber natürlich geht für mich als aktiver Spieler erst noch meine eigene Karriere vor. Aber trotzdem versuche ich natürlich hier mit Suni und den anderen Jungs auf der Executive-Seite vom Team so viel wie möglich zu helfen. Und die Football-Seite überlasse ich mal erst noch den Coaches, aber
ich stehe natürlich als Ressource zur Verfügung. Okay, danke dir. Und wie war es jetzt so, die Doppelbizeps-Tour mit Kasim? Ja, bist du noch in der Top 10? Wie ist da die Lage? Ja, ich glaub, aus der Top 10 bin ich noch nicht rausgerutscht. Jetzt mal sehen, was diese ELF-Season passiert. Da findet er bestimmt wieder ein paar neue Freunde. Mal schauen. Genau, das ist ja Stuttgart gegen Hamburg dann. Genau. Also ich werde auf jeden Fall für Stuttgart, aber natürlich stimmen. Okay, sehr gut. So muss es ja auch sein. Und wie ist es jetzt für dich? Das interessiert natürlich auch viele bei den Las Vegas Raiders jetzt. Wie ist es jetzt? Jetzt hast du ja einen alten Coach wieder, Josh McDaniels. Was bedeutet es für dich, dass du jetzt da wieder spielst und auf was freust du dich da jetzt schon? Ja, ich bin einfach, nachdem ich jetzt gestern auch beim VfB war und hier so zuschaue, wird es einfach Zeit, sag ich mal, wieder selber die Cleats anzuziehen und wieder Gas zu geben. Und ich bin einfach bereit für mehr Football, gespannt auf ein neues Kapitel in einer neuen Stadt und ja, ready to work. Okay, gut. Vielen Dank dir. Also, danke dir. Kein Problem. Guter Podcast, Bruder. Hast du einen Einkauf, ja? Gemeint. Ja. Jeremy, can we get everybody here? Ja. Alright, players, let's go! Middle of the field, players! We're German. Oh, Tennessee fans. We did already. Big fans. Oh, you do? Oh, that's awesome, man. Yeah. So, jetzt Ansprache von Jakob. Went to the best college in the United States, University of Tennessee. He started here in Stuttgart. He bought into the team, so he's all for the surge, right? So he's out here to see what the team is all about. So everybody, without further introduction, Jakob. Hey, hey. Good to hear. I appreciate you guys coming up and taking. We machen auf Deutsch, oder? Deutsch. Hey, danke, dass ihr euch vom Bankkopf kommt, echt, um hier ein bisschen zuzuhören. Ich bin super gespannt auf nächstes Jahr. Ich bin super stolz auf eure Leistung letztes Jahr, von allen, die dabei waren. Trotz Corona, trotz den ganzen Einschränkungen, trotz den ganzen kein Gym available und so weiter, was ihr geleistet habt, war echt der Hammer. Aber ich denke, ihr seht, dieses Jahr schon mal ein Step nach vorne. Ihr seht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Die Logos und auch die Coaches mit den Jacken. Das ist echt richtig fresh. Und ich bin gespannt, was diese Season läuft. Der Combine ist der erste Schritt. Jeder von euch, der das am Ende in den Roster reinpacken wird. Ich wünsche euch viel Glück, bleibt gesund. Ihr habt einen guten Coaching-Staff hier. Ihr seid in guten Händen. Und ich denke, es wird eine Hammer-Season für uns alle. Habt ihr hier einen Break schon? Habt ihr, wenn ihr haben wollt? Hier ging ihr Search. Das ist der Search. Search? Nein, komm mal, hey, Search. Lass mal. Sir. Hey, let's make some noise, gentlemen. Let's go. Search on three, search on me. 1, 2, 3. Search! Let's go! Okay, wir machen weiter. Wieder konzentriert, bitte. Seid konzentriert. Ich kenne die ganzen Limitations und die ganzen Obstacles, die ihr hier überwinden müsst in Deutschland. Aber das ist echt ein Stück nach vorne. Rom ist nicht in einem Tag gebaut. Okay? Jedes Spiel, jedes Jahr ein Stück nach vorne. Hey, warte, ey, wir schwätzen alle noch. Ja, ich hab's vermisst. Was hast du mal ein paar Minuten für den Podcast? Ja, klar. Also ich mache mit Martin den Podcast, bevor du nach, falls du mitbekommen hast. Genau, dann würde ich einfach mal ein paar Fragen an dich und dann, ja. Also jetzt hier bei mir Marcel Davo. Überraschungsgast, gestern eingeflogen, heute hier jetzt beim Jugendcamp von Jakob Johnson mit dabei. Wie waren so die letzten Wochen bei dir? Es ist so viel gewesen jetzt und also wir haben es alle verfolgt. Martin war auch mega stolz auf dich, wo ich gesagt habe, boah, ja, also richtig gute Werte jetzt beim Combine da. Ja, wie war es so für dich? Also es war auf jeden Fall eine richtig aufregende Zeit jetzt die letzten 10 Wochen. In Phoenix, in Arizona haben wir trainiert. Es war auf jeden Fall hart, es war viel Training, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Mein Pro Day lief super, also gerade da, wo Coach Martin gesagt hat, wo diese ganzen Tests waren, es lief super gut mit mir, habe mit einigen Teams geredet. Und jetzt mal abwarten, was die kommenden Wochen so bringen. Jetzt Ende April ist ja der Draft. Mal schauen, was der bringt und dann bin ich hoffentlich Anfang Mai, Ende Mai drüben wieder.
Wirst du beim Draft normal dabei sein oder über das IPP? Nee, also ich bin ganz normal Draft eligible, heißt ich kann wie jeder andere College-Spieler auch gedraftet werden. Und wie man sagt, in der NFL kann alles passieren. Deswegen, ich bin gespannt auf jeden Fall. Okay, ja, stark, dass du dann sagst, okay, du gehst normal in den Draft, stellst dich der Competition den anderen Spielern. Also du hast das Selbstbewusstsein und sagst, boah, ja, das packst du, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall, obwohl ich nie College-Football gespielt habe oder sonst sowas, bin ich trotzdem confident und bin ready auf jeden Fall zu zeigen, was ich kann. Ja. Martin hat ja auch schon mal im Podcast erzählt, also, dass er dich schon länger betreut und wollte dich mal im schon ins College eigentlich rüberbringen. Hast gesagt, nee, du willst den Weg über Deutschland machen, jetzt hast du es geschafft, das ist doch mega. Ja, genau, also ich bin mega happy jetzt auch wegen der letzten Saison in der ELF. Gerade nochmal die Competition bekommen, auch gegen super Spiele gespielt und dementsprechend ich muss mich nicht verstecken und das mache ich auch nicht, auch wenn ich nicht College gespielt habe. Deswegen, ich bin auf jeden Fall ready für die neue Challenge, die jetzt hoffentlich kommt. Sehr gut, sehr gut. Letzte Saison, wie war es denn nochmal so mit Martin als Head Coach in Stuttgart? Vermisst du das Ganze schon? Also ich habe Deutschland schon echt vermisst. Also am Anfang ist es mir schwer gefallen. Es war das erste Mal für mich, wo ich so eine lange Zeit eben weg war. Aber nach einer gewissen Zeit habe ich mich daran gewöhnt, weg zu sein. Und was jetzt auch dann hoffentlich kommen wird, wird auch dazu führen, dass ich dann eine längere Zeit eben weg bin. Dementsprechend ist auf jeden Fall was Neues. Ich habe Deutschland natürlich auch vermisst, aber man weiß ja mal, wofür man es macht. Und deswegen ist es in Ordnung. Okay. Wie war Martin so letzte Saison? Also Martin war ja Head Coach, Offensive Coordinator. Ich habe ja mehr mit Andy Meyer zusammengearbeitet und mit meinen Positionscoaches, aber auch im Special Team relativ viel mit Martin halt, mit Coach Martin zu tun gehabt. Deswegen super Coach auf jeden Fall. Schon ewig lang im deutschen Geschäft dabei gewesen. Ist auch auf jeden Fall respektabel, wenn man sich so lange in so einem Business eben hält, wie Football halt jetzt mittlerweile auch ist in Deutschland. Deswegen, ich weiß nicht, ob Martin heute da ist, wahrscheinlich nicht. Nee, ist klar. Er ist da. Klar, oh, natürlich, muss ich, oh, natürlich. Das ist ja Martin ist da, ja. Unglaublich. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich wusste, dass Andy da ist. Ja. Ich wusste nicht, dass Martin auch da ist. Muss ich auf jeden Fall nachher mal mit ihm sprechen. Noch ein paar mehr Coaches sind auch da. Super. Marvin Washington ist auch da. Ach was, der ist auch da. Ja, unglaublich. Ja, hatte ich schon im Interview vorhin ja auch über dich gesprochen. Ja. Nein, wirklich. Ja, mega. Ja. Also ich bin super froh, jetzt hier zu sein. Ich bin ja gestern gelandet. Ich bin extrem müde jetzt noch. Aber ich habe trotzdem gedacht, ich muss auf jeden Fall hier vorbeikommen, weil es ist wirklich, ich bin wahrscheinlich nicht lange hier, ich bin hoffentlich nicht lange hier, deswegen muss man jeden Moment einfach nutzen, wo man hier ist und mit Coaches, die man hatte, die viel für einen gemacht haben, wie gerade Coach Washington zum Beispiel, der extrem viel für mich gemacht hat letzte Saison, genauso wie Leland Brickes, der andere Defensive Back Coach. Ist wichtig, da connected zu bleiben, wissen, wo man herkommt und einfach nicht irgendwie abgehoben zu werden, weil man ist genauso schnell wieder ganz unten, wie man nach oben gekommen ist. Deswegen, das ist halt eine Sache, die für mich extrem wichtig ist. Auf dem Boden bleiben, wissen, wo man herkommt und die Leute, die einem geholfen hat, zu respektieren, genau. Ja, das betont Martin auch immer, dass du so bodenständig bist und dein Ding so magst, das schätzt es sehr an dir. Ja. Es ist wichtig auf jeden Fall. Es bringt nichts, wenn du vergisst, wo du herkommst. Ja. Und ich glaube, gerade wir als Deutschen haben da so ein bisschen auch Verantwortung, wenn wir in den internationalen Bereich vom Football gehen, dass wir da auch was für die Kids, die hier jetzt da sind, einfach was machen. Ja, definitiv. Hättest du mit so einem Andrang gerechnet? Das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Nein, niemals. Also ich habe nicht gedacht, dass das Camp so extrem groß ist. Es ist wirklich super kulissig hier. Die Jungs und Mädels von Surge sind hier, Jakob ist hier, Football Bromance ist hier. Es sind alle da, die man eigentlich von Football Deutschland so kennt. Deswegen ist es eine super Sache hier auf jeden Fall. Es ist Wahnsinn. Ja, ich habe vor ein paar Tagen noch gefragt, ja, Football Bromance kommt und Jakob ist hier. Aber dann mal schauen, jetzt bist du auch noch da, also mega. Also vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und viel Spaß hier heute noch. Und ja. Vielen Dank und gar kein Thema. Ich freue mich, wenn ich die Gelegenheit bekomme, ein bisschen was zu erzählen. Hast du noch ein paar Grüße an unsere Football-Haut-Nachhörer? Was kann ich jetzt am besten sagen? Ja, hört den Podcast. Leute, hört den Podcast. Hört auf meinen Coach. Genau, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja. Also, danke dir. Viel Spaß noch. Ich danke euch. Ja. Und viel Erfolg. Danke. Ja, klasse, danke dir. Boah, jetzt regnet es schon wieder. Ich freue mich schon. So, und hier steht bei mir Björn Werner, der Co-Owner von Berlin Thunder mit. Jetzt sind wir hier in Stuttgart. Ich meine, heute beim Jugendcamp von Jakob Johnson geht es jetzt nicht direkt um die ELF, aber doch schon auch irgendwie mit.
Ja, Björn, was ist das Event hier? Sehr viele sind heute da. Ihr seid extra aus Berlin hergekommen mit der Football Bromance. Was bedeutet das so? Jakob Johnson ist Teil unserer Familie, generell der Football-Familie, und im Hintergrund arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Und er hat uns damals spontan eingeladen. Eigentlich hatten wir ein Event geplant in Schweden, das mussten wir absagen, ja. weil es dem Commissioner nicht gut ging. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, dann kommen Sami und ich runter nach Stuttgart, Jakob einfach unterstützen und auch einfach Content für Football Bromance kreieren, weil wir auch, wie gesagt, ich habe gerade mit den ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Ich bin ein Riesenfan von auch andere Franchises supporten, weil ich denke, nur gemeinsam können wir diese Liga vorantreiben, und es darf halt nicht dieses ständige Gegeneinander sein. Und wirklich, Football ist Family, und das fühle ich mich sehr, sehr gerne hier. Und Stuttgart Search macht auch einen wunderschönen Job hier, einfach sich selber zu repräsentieren, und so muss es halt sein. Sieht sehr professionell aus. Ja, und ich meine, der Coach Hanselmann ist ja involviert bei beiden, bei dem Camp, und als Stuttgart Search Head Coach, deswegen passt ja auch alles. Ne? Und Jakob Johnson jetzt, ne? Der neue Co-Owner bei euch. Guck mal, ey. Weißt du so? Aber so muss es ja sein. Das ist doch geil, wenn alle so sich der Kreis ein bisschen schließt. Ne? Ja, so soll es ja auch sein. Und wie ist es jetzt für dich, die European League of Football? Jetzt geht es dann bald los. Was steht bei dir jetzt alles an? Und wie unterstützt du so jetzt auch, das komplette Projekt mit? Ja. Naja, ich unterstütze komplett. Das ist jeden Tag auf meinem Tisch. Wir haben jetzt an diesem Punkt sehr, sehr gute Leute, die es vorantreiben, wie in unserer Geschäftsführerin Diana Hoge, unserem Headcoach Johnny Schmuck. Wir haben die richtigen Leute jetzt in place, wo man so einen kleinen Schritt endlich mal zurücknehmen kann, ne? Aber trotzdem hundertprozentig involviert. Ne? Ich bin da natürlich kein aktiver NFL-Spieler mehr. Ich wohne in Berlin und habe ein bisschen mehr Zeit und habe auch gesagt, wenn ich dieses Projekt eingehe, bin ich halt 100% invested und mache am Ende auch die Entscheidung, wenn es zu den ganzen Footballerischen kommt, um diese Brand aufzubauen. Ne? Am Ende vergessen wir immer, müssen ein Football-Team aufbauen, aber am Ende das Gesamtkonzept ist halt eine Brand aufbauen. Und das ist das, wo ich auch gerade gesagt habe, in Stuttgart Search. Ich bin der Letzte, der hier jetzt irgendwas sagen würde gegen die Stuttgart Search. Es ist halt miteinander in dieser Liga. Alle Franchises müssen miteinander arbeiten und diese Liga vorantreiben, damit sie noch lange, lange bleibt. Danke dir. Und bei uns im Football Heute Nah Podcast, es geht nicht nur um Stuttgart Search, sondern es geht eigentlich um Football in Deutschland. Wie heißt denn euer Podcast? Ich habe das von Hanselmann mal gesehen, aber ich habe den Namen jetzt im Kopf nicht. Wie heißt der? Football Haut Nah. Oh, Football Haut Nah. Also, geiler Name, okay. Ja, was ist deine Idee oder Hanselmann? Meine, ja. Ja, das ist gut. Ich habe lange überlegt und dann irgendwann dachte ich mir so. Hat was. Geil. Ja, also wir wollen halt wirklich die Leute hautnah mitnehmen, was jetzt so ein... Ich check komplett, das ist geil. Also wirklich ein geiler Name, hast du gut gemacht. Nee, also es geht halt wirklich darum, die Menschen hautnah mitzunehmen. Was macht so ein Coach auch aus? Jetzt, also Martin, ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin ist, aber der ist so involviert in der Franchise beim Aufbau, auch mit nach außen gehen, mit Marketing teilweise. Also der ist da komplett mit dabei, und da möchte ich eben die Leute hautnah mitnehmen, dass die so erfahren, was so abgeht hinter den Kulissen ganz nah. Und da würde mich mal interessieren, wie ist das bei euch in Berlin? Seid ihr da anders aufgeteilt dann noch? Ja, ich glaube, jeder hat schon so ein bisschen seine, ich muss sagen, wir haben auch einen kompletten Rebuild hinter uns schon, ne? Direkt nach dem ersten Jahr, wo ich da eingestiegen bin, haben wir gesagt, okay, wir müssen ein paar Sachen anders machen. Der gesamte Football-Bereich ist unser Headcoach Johnny Schmuck und ich sozusagen, wenn wir zum Aufbau, Recruiting des Teams. Jetzt kommt aber der Punkt, wo ich auch langsam einfach den Headcoach sein lassen werde. Halt, ne? Das heißt, es ist jetzt sein Team. Ich ziehe mich jetzt sozusagen ein bisschen zurück. Ich will kein Coach sein. Ich will nicht reingrätschen. Ich muss meinem Headcoach vertrauen, ihm die Power geben, dieses Team zu führen. Und ich bin da beim Training, werde auch bei den ganzen Camps, ich kann mich denn da nicht zurückhalten, werde auch mal reinspringen und ein paar Sachen coachen, aber er ist der Headcoach. Ne? Ich mache da keine Ansagen. Und auf der ganzen Business-Seite, Operation-Seite ist es halt Diana Hoge, unsere Geschäftsführerin, die halt einen fantastischen Job macht. Und das ist halt ein echt gutes Team, was wir da gerade haben. Wir sind sehr, sehr stolz drauf. Und da haben das aber auch ganz klar geteilt von der Business-Seite und der Football-Seite. Aber Diana und Coach Johnny Schmuck, die im Büro gemeinsam sitzen, tauschen natürlich, ne, on the daily, tauschen sich aus, was halt das Beste für das Team, die Thunder sind am Ende des Tages. So muss es auch sein. Und ich meine, am Ende profitieren ja alle davon, wenn die ELF gut funktioniert, wirtschaftlich auch gut dasteht. Es ist so, ich kann so viel Arbeit reinstecken in Berlin, und es wird irgendwann mal da, wo ich das denke, wo es sein kann,
hilft mir aber nichts, wenn die anderen Franchises nicht mitreisen halt, ja, ne? Und davon nichts, das hilft mir nichts. Also deswegen sind wir auch mit Football Bromance hier, wie viele, viele in der ELF-Familie kennen ja schon Sami mit seinem Format Sami on the Road, wenn ja, er mit seinem Gimmel und seinem Handy hier rumrennt. Deswegen, wir werden ihn nicht nur bei Thunder sehen, nein, wir wollen überall wieder hingehen, allen sozusagen Franchises, sozusagen, ja, die Leute mitnehmen hinter die Kulissen, damit wir mehr Fans sozusagen gewinnen, in das Stadion bringen. Bei uns, aus unserer Sicht jetzt, die Football-Bromance-Fans, die Football-Fans, die uns zuhören, die aus der Stuttgart-Gegend gehen, ey, los geht's zu den Spielen, das ist geil, so halt, ne, Frankfurt, du hast die ganzen verschiedenen Gegenden. Und das ist unser Ziel so ein bisschen, dass halt, umso größer alles wird, umso besser ist es für jeden. Wo siehst du die Liga in 5 Jahren? Oh, in 5 Jahren ist natürlich, 5 Jahre ist eine lange Zeit, ne? Ich bin wirklich so ein Typ, ich gehe immer Day by Day erstmal, aber ich hoffe, dass es ein Franchise einfach wirtschaftlich sozusagen, also finanziell gut geht, dass wir das einfach weiter leisten können, weil Leute vergessen, wir sind keine Vereine, wir kriegen keine Förderung. Heißt, wie gesagt, die Brands müssen aufgebaut werden. Wir müssen es schaffen, Fans ins Stadion zu bekommen. Wir müssen es schaffen, Merchandise zu verkaufen. Wir müssen es schaffen, Sponsoren ranzuholen. Und das funktioniert nur, wenn das Gesamtprodukt, und das heißt nicht von der individuellen Franchise, sondern auch von der gesamten Liga, dass es einfach professionell aussieht und weiter wächst. Und das hoffe ich einfach, dass wir in 5 Jahren hier stehen und nochmal dieses Interview machen und sagen, holy shit, das war eine geile Reise bis jetzt, ne? Und mal gucken, wo das noch hingeht. Ja, sehr. Ja, da freue ich mich drauf. Das machen wir in 5 Jahren. Und bei uns geht es ja auch ein bisschen so Storytelling um die Vergangenheit. So. Martin Hanselmann hat jetzt Magnus Soccer damals auch mit rübergebracht ans College. Kennst du Martin von früher ja auch noch von deiner Zeit damals in Deutschland? Und wie war damals? Ich hatte nicht viel mit Martin zu tun, weil ich aus Berlin kam. Aber seinen Namen habe ich natürlich schon sehr, man kennt schon untereinander schon ein bisschen in der Football-Welt. Und auch damals, ich bin auch sehr, sehr eng mit Magnus Soccer. Sami hat unter Hanselmann gespielt, ich glaube in Düsseldorf war das. Genau. Also irgendwie kennt sich schon irgendwie jeder, ne? Und dadurch kriegt man halt gefühlt alles mit, wie Leute drauf sind und so. Wie gesagt, einen direkten Zugang als Jugendspieler, wo ich noch hier war, bevor ich abgehauen bin in die USA, hatte ich nicht mit Coach Hanselmann. Aber man kannte ihn einfach, ne? Ja. Also, weil er ist ja schon länger unterwegs. Er ist einer, der schon lange, lange durchgezogen hat und Respekt an ihn, dass er auch immer da gewesen ist. Weil viele gute Coaches, muss man ja auch sagen, hatten dann harte Entscheidungen im Leben, wo es vielleicht mit Football nicht wirklich weitergehen konnte, weil ja, familiär oder von der Arbeit das gar nicht mehr zugelassen hat. Und die mussten dann sozusagen aufgeben, in Anführungsstrichen. Ne? Die mussten dieses Hobby Football beiseite packen. Und deswegen so ein Martin, der schon, ich weiß gar nicht, das sind 30 Jahre, wie lange ist der? 30 Jahre Trainer. Das ist schon eine lange Zeit in Deutschland am Start zu sein. Und Respekt an ihn, dass er das durchgehalten hat. Das ist schön. Deswegen gönne ich es auch nur, wenn er jetzt auch erfolgreich wird hier mit dem Stuttgart Search. Sei mal nicht so laut bitte, Samir. Sami ist wieder so laut. Das ist nicht deine Welt hier, das ist nicht deine Welt. Ja, Sami läuft gerade vorbei mit dem Gimbal, die Leute auf Twitch. Ja, genau. Gut, und hast du noch letzte Worte an unsere Football-Haut-Nahhörer? Hey, Leute, supportet, wo ihr könnt. Wir sagen es auch immer bei uns im Podcast. Es ist schön, dass ihr einen Podcast habt, dass ihr, weil wir können nicht sozusagen alles machen halt, ne? Wir finden es geil, wenn jetzt Football-Haut-Nah dran ist und ihr nimmt sozusagen die Perspektive von einem Coach mit, der schon lange, lange hier ist, der aus dieser Region kommt, der jetzt ein ELF-Head-Coach ist, doch geil. Ja. Ich finde immer die Information, die du hinter den Kulissen sozusagen bekommst, finde ich eigentlich persönlich als Fan immer sehr, sehr interessant. Deswegen haben wir auch mit Thunder sozusagen den Podcast gemacht, damit wir einfach die Fans mitnehmen. Und so muss es halt sein. Unterstützt. Ich hoffe, ihr seid alle im Stadion hier bei den Stuttgart Search. Wenn ihr aus Berlin kommt, hoffe ich, dass ihr mal bei uns vorbeischaut. Aber ich hoffe, ihr habt einfach Spaß am Ende des Tages. Gut, vielen Dank dir, Björn. Habt einen coolen Tag. Kein Problem. Gleichfalls. Ja, danke dir. Klasse. Okay, und hier ist jetzt auch Sami Chubachi hier vom Football Bromance. Ja, hallo erstmal. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Endlich haben wir es geschafft. Genau, ich habe heute früh schon mal Sami und dann hat gesagt, boah, er ist live den ganzen Tag, wir kommen wahrscheinlich nicht hin. Aber mir war es eben wichtig, weil ja, du hast ja auch eine Vergangenheit mit Martin Hanselmann. In dem geht es ja in unserem Podcast Football hautnah, der so die Geschichte auch rüberbringt im deutschen Football und auch mit der ELF. Wir zeigen es dir mal am Beispiel Stuttgart Search, aber es geht halt um Football allgemein bei uns. Wie war denn damals die Zeit bei dir mit Martin in Düsseldorf? Sehr intensiv, sehr schön und
Ja, also ohne jetzt zu emotional werden zu wollen, der Martin war ein sehr wichtiger Mentor für mich. Als ich aus der Jugend in die Herrenmannschaft in Düsseldorf gekommen bin, kurz bevor ich ans College gegangen bin, war er dort dann Head Coach. Und ja, da hat er sich mir angenommen und hat mich dann auch mehrfach zu sich nach Rothenburg ob der Taube eingeladen. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt wenn ihr den Podcast ja schon ein bisschen länger hört, dann kennt ihr ja den Grind, den Coach Hanselmann macht. Ne? Er lebt unten, hat da den CTK Sportpark, genau. Und fährt viel Auto, ja. Für das, was er seiner Leidenschaft nachgeht, seiner Berufung im wahrsten Sinne des Wortes nachgeht. Und ich hatte die große Ehre, mit ihm mit diesen Grind zu machen. Er hat mich aus Düsseldorf mitgenommen und wir sind dann in den Süden nach Rothenburg und dort konnte ich mit seinen Söhnen Zeit verbringen, haben gechillt und das Wichtigste, ich hatte 2 bis 3 Mal am Tag Training mit ihm im CTK Sportpark und da war ich in einer Trainingsgruppe zusammen mit dem Philipp Pless, ja. Und Marc Insocha. Also man war in bester athletischer Gesellschaft sozusagen und ja, das ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte, da gerade mit Marc, ich meine, Marc ist jetzt auch Teil von Football Bromance, da haben wir uns kennengelernt und das ist schon so lange her und wir sind immer noch enge Kumpels und eng befreundet und jetzt arbeiten wir auch medial beruflich zusammen und das ist alles Coach Hanselmann zu verdanken und ohne ihn wäre ich damals auch nicht ans College gegangen, weil er mir beigebracht hat, wie man sich athletisch professionell vorbereitet, was das alles bedeutet und hat mich da ja, in so eine Umgebung, jetzt hatte ich fast Environment gesagt, geworfen und hat mir gezeigt, was 2 bis 3 Mal am Tag ja, wirklich athletisches Training bedeutet und ja, dafür bin ich ihm von Herzen dankbar und ist einer der wichtigsten Mentoren und Trainer in meiner Football-Karriere und auch in meinem Leben. Was hast du da athletisch genau gelernt dann bei ihm, wo du sagst, boah, da hast du profitiert? Kraft, Spritzigkeit, Grundlagen, Ausdauer. Ich werde nie vergessen, es gab so eine Warm-up-Runde. Das war Philipp Plesses Warm-up-Runde um den CTK Sportpark. Das war so eine lange Laufrunde, dass ich habe fast erbrochen. Und dann oben, also ich weiß noch, oben in dem Fitnessraum, im Gymnastikraum, hatten wir dann so Athletiktraining mit so Sprüngen und kurzen Sprints. Und da habe ich dann zum ersten Mal Marc kennengelernt. Und jeder, der Marc kennt, weiß, was für ein Vollblutathlet der ist. Und mit so jemandem ja 1:1 zusammenzuarbeiten, da zu lernen, was eine Laufschule von Grund auf zu lernen. Ja? Sprungsachen, Explosivitätssachen. Da habe ich zum ersten Mal olympisches Gewichtheben kennengelernt, Umsetzen und solche Dinge. Ja? Das war das Dinge, die ich vorher nicht kannte, die hat Coach Hanselmann für mich ja, möglich gemacht im CTK Sportpark und dafür bin ich ihm unendlich dankbar und Coach Hanselmann ist einer der größten Gründe, warum ja, der Football so ein Teil meines Lebens ist und da bin ich ihm unendlich dankbar für. Ja, vielen Dank, das sind ja sehr schöne Worte, die du da, Martin, hast und ja, auch das Athletiktraining, ich habe damals auch ein paar Mal bei mitgemacht, auch mit Marc damals. Das ist immer witzig gewesen, weil Martin immer so, ja und heute 80%, aber man gibt immer mehr. Was macht es da immer aus bei Martin, dass man dann nochmal an seine Grenzen geht? Ja, er ist ein unglaublicher Motivator. Ich glaube, jeder, der unter ihm gespielt hat, der weiß das. Wenn er sagt, ja, heute nur 80%, du willst für so einen Trainer natürlich immer 100% geben. Wenn mehr als 100% gehen würden, dann würdest du auch mehr als 100% geben. Aber es ist einfach ein unheimlicher Motivator und er weiß einfach, wovon er spricht. Martin Hanselmann ist einer der erfahrensten und wissensreichsten Coaches in ganz Europa und das ist eine kleine, sehr durchlauchte Gemeinschaft. Da gibt es nicht viele. Na, der erste, der mir da einfällt, ist Coach Izume. Also das ist schon so die Riege, in der Martin Hanselmann mitspielt. Und nicht umsonst ist er in der ELF sofort der erste Ansprechpartner gewesen, wenn Headcoach-Kandidaten gesucht wurden für die erste Season. Ja, das ist einfach ein Bombencoach und noch ein besserer Mensch. Das auf jeden Fall. Und du hast jetzt gesagt, ja, der war mit dem Grund für dich ans College zu gehen. In unserer letzten Folge, Folge 9, hat Martin auch über dich erzählt und meinte, ja, du hast das heimlich gemacht damals. Also er hat es gar nicht so mitbekommen. Du warst zwar im ZDK in Rodenburg, hast trainiert und hast es aber so selber alles eingefädelt, weil Martin hat ja auch Connections. Wie kam es damals dazu? Du wusstest doch, Martin hat ja eigentlich auch Connections. So. Ich bin jemand, also
ich bin niemand, dem das Talent fürs Football so sehr in die Wiege gelegt wurde oder das athletische Talent so sehr in die Wiege gelegt wurde wie einem Björn Werner oder einem Marc Insotscher. Ich musste mir das alles sehr, sehr hart erarbeiten und da war für mich so das Thema Enthusiasmus und Ehrgeiz Nummer eins. Ich war immer damals in Düsseldorf einer der Jungs, die zuerst beim Training waren und am spätesten gegangen sind. Und ich habe da mit so tollen Athleten zusammengespielt, wo ich mir teilweise auch in der Junior-Nationalmannschaft gar nicht angemaßt habe, zu sagen, oh, ich gehe jetzt großartig ans College und ich hänge das jetzt an eine große Glocke. Nee, ich habe mich auf meinen Hosenboden gesetzt, habe selber recherchiert, was für Möglichkeiten es gibt, da in Kontakt mit College-Coaches zu treten. Habe dann ja, heimlich, wie Coach Hanselmann gesagt hat, mich darauf vorbereitet und irgendwann mal hatte ich ein paar Angebote und dann bin ich damit sozusagen an die Öffentlichkeit getreten, habe es Leuten erzählt, weil ich einfach vorher nicht mein Maul aufmachen wollte. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, zu North Dakota State zu gehen, dann habe ich das quasi erzählt. Vorher habe ich den Mund gehalten. Okay, spannend. Also, Martin hat dich auch so beschrieben, ja, du bist jemand, wenn du dir ein Ziel setzt, dann ziehst du das durch und gibst dann alles dafür. Ja. Was hat dir das schon gebracht im Leben? Was hat mir das schon gebracht im Leben? Ich war jemand, der hat auf Schule ziemlich gepfiffen als junger Mann. Ich war kein guter Schüler, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe mich eher nur auf Football fokussiert. Und ich werde nie vergessen, wir waren mit der Junioren-Nationalmannschaft in Frankreich. Da war Björn auch mit dabei. Und auf der langen Rückfahrt habe ich mir die Frage gestellt, was ich eigentlich aus meinem Leben machen möchte. Und da habe ich gesagt, Sami, du suchst dir jetzt eine Ausbildung. Eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann, weil da hast du mal was von gehört. Ja, dann bin ich losgegangen und habe dann kostenlos in einem Studio für 4 Monate malocht und ein Praktikum gemacht, bis sie mir dann ein Angebot in Düsseldorf für eine Ausbildungsstelle gemacht haben. Dann bin ich alleine nach Düsseldorf gezogen. Glücklicherweise kannte ich durch die Junioren-Nationalmannschaft bei den Düsseldorf Panthern viele Jugendspieler und bin dann da ins Jugendprogramm gegangen und bin dann auch deutscher Meister geworden. Gegen Björn Werner. Ha, das Einzige, was ich gegen ihn habe im Football. Oder gegen ihn gewonnen habe im Football. Ja, und was hat es mir gebracht? Ich glaube, die Lebenseinstellung, dass wenn du niemals aufgibst, egal was für Rückschläge dir passieren, du doch die Dinge erreichen kannst, die du dir erträumst. Und ich glaube, ein ganz, ganz gutes Schlusswort dafür ist, dass es immer mein Lebenstraum war, mit American Football in irgendeiner Art und Weise meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und mit 34 bin ich Head of Business Operations und Talent von Football Bromance. Glückwunsch dazu. Ja, das ist ja also mega gut. Das war ja spannend zu beobachten. Dein Weg dann auch, dass sich so engagiert, auch bei der Football Bromance, finde ich, da hat man genau diese Einstellung gemerkt. Dir war das wichtig und hast du da alles gegeben und umgesetzt. Und deswegen stehst du jetzt auch da, wo du bist. Also ist doch mega. Und ja, Thema ELF. Du magst den Berlin Thunder Podcast. Was waren da so, also ihr interviewt ja viele Spieler, auch so nach und nach von Thunder dann so mit rein. Was sind so die spannendsten Dinge, die jetzt so allgemein Leute für die ELF auch interessiert, die jetzt nicht direkt Berlin oder Umgebung wohnen? Also ich glaube, das Spannendste an der European League of Football, gerade wenn wir jetzt im deutschen Bereich gucken, ist, dass wir einfach mal einen Einblick dazu bekommen, dass es eine professionelle Bühne gibt für Menschen, die nicht professionell damit leben können, also die nicht damit ihren kompletten Lebensunterhalt verdienen können. Das sind alles keine NFL-Profis, das sind keine Importspieler, das sind diese homegrown Talents, die Woche für Woche diesen Grind durchmachen und 40 Stunden die Woche, wie du und ich, ne, ihr da draußen, die zuhört, arbeiten gehen und dann abends zum Training gehen und dann wieder abends oder nachts zu ihrer Familie gehen, sich hinlegen und am nächsten Morgen wieder ins Werk gehen oder in den Betrieb gehen, je nachdem, was sie da machen. Ja? Und ich glaube, das ist so das Spannende an der European League of Football zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Jungs, die sich so den Arsch aufreißen, wirklich den Respekt verdient haben, den man ihnen zeigen sollte. Und jetzt können wir ihnen zeigen, weil wir sehen es sonntags bei Pro7 Max und wir mit Football Bromance haben die große Ehre und die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen mit zu begleiten. Ja, das ist auch mega. Also ihr habt ja gute Einschaltquoten da auch vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ich habe es letzte Saison auch verfolgt und fand es mega spannend, da einfach mit dabei zu sein, auch wenn ich nicht dann immer im Stadion sein konnte. Also mega cool, ja. Und da bin ich echt gespannt, wo die ELF dann auch hingeht. Wo siehst du, wo es dann hingeht, so in 5 Jahren? Ich sehe die European League of Football wachsen. Ich sehe, dass weitere europäische Metropolen noch dazukommen werden. Ich glaube, dass sich ein guter Zuschauerschnitt so in diesem 10.000er-Bereich, was für American Football in Deutschland und in Europa schon sensationell wäre, glaube ich, über die nächsten 5 Jahre etablieren kann. Und was wir jetzt schon sehen, das finde ich eine unglaublich spannende Entwicklung, ist, dass Ligen wie die
Canadian Football League auf die Spieler hier gucken und interessiert sind, die zu draften und zu International Combines einzuladen. Da war ich doch sehr, sehr überrascht. Du musst ja teilweise schon Angst haben, dass dein Lieblingsspieler aus deinem European League of Football Team auf einmal bei der Canadian Football League signed. Wann war das im deutschen Football denn mal möglich? Und jetzt ist es da, und da ganz großes Kompliment an alle Beteiligten in der European League of Football und allen voran Coach Izuma. Ja, der hat seine Vision damit umgesetzt, und das ist Wahnsinn, wie es da weitergeht. Gut, dann vielen Dank dir. Hast du noch letzte Worte an unsere Football-Haut-Nah-Community und auch an Martin? Leute, Football-Haut-Nah blickt hinter die Kulissen eines tollen Mannes, der mir im Leben sehr viel mitgegeben hat, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Hört den Podcast und feiert einfach Football. Und in diesem Sinne, tschö mit Ö. Dank dir. Und bei mir ist jetzt noch hier Philipp Meyer, um so diese Bromance-Folge abzuschließen. Philipp war ja bei dem legendären Doppelbizeps-Roadtrip zum Super Bowl mit dabei, hat Kasim und Jakob da begleitet. Wie war der Roadtrip so? Ne? Wir haben zwar so das kurze Video Football Bromance gesehen, ihr bringt ja auch auf dem Jakob seinem Kanal immer noch was, aber wie war das Ganze so für dich? Ja, also das Ganze war sehr aufregend. Wir hatten nicht sehr viel geplant im Vorhinein, die Idee kam recht spontan. So zwei Wochen vorher. Wir mussten noch ein paar Sachen abwarten, unter anderem zum Beispiel jetzt zwischen mir und Jakob, wie lange er in den Playoffs ist. Und dann haben wir gesagt, ja, was anfangs der Offseason passiert, entscheiden wir dann spontan. Und dann war halt die Sache klar. Es wurde immer klarer, dass Kasim und Jakob sich gerne sehen würden in der Zeit und dass er wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommt zur Super Bowl Woche. Und dann kam die Idee zustande, dass wir die Kameras einpacken und nach Phoenix fliegen und dann mit Kasim in dem großen Auto durch Phoenix düsen und dann bis nach L.A. Wie war das so dann für dich, da mit dabei zu sein und die beiden zu erleben? Also gut, Jakob kenne ich ja seit meiner Kindheit. Ist trotzdem immer wieder spannend, mit ihm längere Zeit zu verbringen, weil das auch dann über Jahre hinweg nicht mehr so regelmäßig passiert ist. Aber ja, also Jakob in der Zeit zu erleben, war schon mal sehr lustig. Und Kasim toppt da natürlich alles. Der ist einfach eine Energiebündel. Der hat total den Entertainment-Faktor. Der hat es im Blut. Der kann mit den Kameras. Ja, aber ich glaube, dass wir auch ihn an einen Punkt gebracht haben in dieser Zeit, wo mal die Energie am Minimum war, weil es halt einfach 7 Tage von morgens bis abends Action war und zwischendrin 2 Stunden Stream, und das zehrt dann schon an den Energiereserven. Was war das so eine Situation, wo du gemerkt hast, jetzt ist selbst Kasim mal nicht die Freudenkanone, wie man ihn immer kennt? Ja, also Freude war immer da, aber diese schon fast überladene Energie aus ihm, die hat dann zum Beispiel auch mal nachgelassen, als wir alle im Hotel lagen und einfach Essen bestellt haben und gechillt haben und dann gesagt haben, ja, jetzt gehen wir erst in 2 Stunden wieder raus, jetzt stellen wir mal die Kameras weg. Und dann wurde da einfach entspannt geredet und mal vom Asiaten das Essen bestellt. Und dann war halt mal ein bisschen Ruhe. Aber was war so mit das spektakulärste Erlebnis, wo du dich gerne dran erinnerst? Was richtig lustig war, das war ja auch schon teils im Bromance-Video zu sehen, war die Riesenradfahrt mit Jakob und Kasim. Die hatten da eigentlich nicht so Bock drauf. Und dann waren Pablo und ich da, die gesagt haben, jetzt komm, wir gehen da jetzt rein. Das gibt bestimmt coole Aufnahmen, auch ein bisschen die Stadtlichter. Und wir saßen dann in dieser kleinen Kabine gegenüber. Und leider saßen die auf der Pazifikseite und wir auf der Landseite, was natürlich den Hintergrund bei denen komplett schwarz aussehen lassen hat. Dann habe ich auf halbem Wege gesagt, Leute, wir müssen rotieren und man darf in den Dingern eigentlich nicht aufstehen. Jakob und Kasim, nein, nein, wir können hier nicht aufstehen. Ich so, doch, wir müssen jetzt aufstehen, weil wir brauchen die Stadtlichter im Hintergrund. Und dann haben wir uns da so langsam im Kreis gedreht und die beiden haben sich die Hosen vollgeschissen. Echt? Aber hat alles gut geklappt und wir sind auch heile wieder aus dem Riesenrad ausgestiegen. Wie war das jetzt für dich, so mit Jakob aufzuwachsen, seine Karriere so mit zu verfolgen und zu sehen, okay, ja, er geht dann ins College, dann zurück nach Stuttgart, dann übers IPP wieder zurück. Wie hast du Jakob da so erlebt immer? Ich habe ihn eigentlich durchgehend als sehr positiv und motiviert erlebt. Es ist natürlich eine lange Zeit. Also wir haben eigentlich mich immer engen Kontakt gehabt. Wir sind zusammen aufgewachsen in der gleichen Straße und er ist dann irgendwann Richtung Filderstadt rausgezogen aus Stuttgart. Dann war der Kontakt ein bisschen weniger. Wir waren zu der Zeit dann aber öfter mal zusammen skaten oder so und dann kam bei ihm das ganze Football-Thema auf. Dann war ich ab und zu mal da oben bei solchen Spielen noch auf der alten Löcherwiese da, TuS Platz 2 oder TuS Platz 1, was das da oben ist, was jetzt ein neues Footballfeld
Das war damals noch eine Wiese mit Maulwurfhügeln und da haben wir uns dann die Spiele angeschaut, wo seine ersten Highlight-Tapes auch entstanden sind, die ihn dann unter anderem auch an die Highschool und ich denke viele College-Coaches haben sich die Highlight-Tapes auch noch angeschaut, gebracht haben. Und also sehr aufregend. 2015 war ich 2 Monate bei ihm während der Saison. Das war auch eine tolle Erfahrung. Ja, also Jakob ist auf jeden Fall ein sehr ehrgeiziger Typ. Jakob ist sehr stressresistent. Das ist wirklich bemerkenswert. Er hat nie aufgegeben. Natürlich waren Höhen und Tiefen dabei, aber letztendlich hat es das ausgemacht, dass er nie aufgegeben hat. Ist dann auch das, was du mit am meisten an ihm schätzt, wo du sagst, boah, daran ist er echt gewachsen, so in der Zeit, wo du ihn jetzt begleitet hast? Also seine Kommunikation wird nach und nach besser. Die ist bis heute noch ein Problem. Ich glaube, da lachen viele jetzt mit, so, die mit ihm regelmäßig kommunizieren müssen. Aber es ist natürlich klar, dass wenn du von so vielen Seiten kontaktiert wirst, dass da irgendwo auch mal was liegen bleibt. Aber es wird jetzt immer besser und ich glaube, dass es auch helfen wird, dass wir in Zukunft coole Sachen produzieren und dass die Leute was zu sehen bekommen von ihm. Apropos, du magst ja seinen YouTube-Kanal. Diese ganzen Videos, die Jakob Johnson veröffentlicht, kommen ja von dir. Welche Projekte stehen da noch an? Also wir haben jetzt einiges in Bearbeitung gerade. Wir werden noch ein paar Folgen von der Bromance Tour veröffentlichen. Und dann gibt es noch Trainings bei EPS. Das ist ein bisschen problematisch, weil wir da mit den Patriots-Leuten sind. Und das hat sich ja mittlerweile so ergeben, dass er da kein Teil mehr von ist. Ich denke, wir veröffentlichen das trotzdem. Da halte ich noch ein bisschen Rücksprache. Aber das sind tolle Videos dabei. Dann geht es weiter mit dem Material, was wir jetzt gesammelt haben über dieses Wochenende. Freitag waren wir beim VfB. Gestern waren wir beim Search Combine auf der Waldau. Und heute hier bei dem Football Camp. Die Football Bromance Community liebt deine Stimme. Wann magst du da hier noch als Trailer-Einsprecher oder so? Möchtest du da auch noch was machen? Bei Gelegenheit gerne mal. Da muss ich mich mal annehmen, dass wir da ein cooles Intro einsprechen oder so. Danke, vielen Dank. Also dann danke dir, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin viel Erfolg und Spaß mit dem Projekt Jakob zu filmen, die Filme auch nach außen zu bringen und auch Jakob zu begleiten. Vielen Dank, Grüße an alle und auch danke an dich, Johannes. Ja, danke dir, Philipp. So, und jetzt Martin, heute mal noch die Eindrücke vom heutigen Tag nochmal Revue passieren lassen. Es war ja sehr viel los. Es war mal kurz Schneeregen sogar dabei. Wie war's? Ja, schön. Am Ende war es ja eine tolle und sehr gelungene Veranstaltung. Ich glaube, die Kids waren zufrieden, die Jugendlichen hatten Spaß, haben hoffentlich ein bisschen was gelernt, aber haben einfach ein tolles Footballcamp heute erlebt, trotz Wetterschwankungen. Ja, es war ja mega viel los. Hast du mit so viel gerechnet, mit so vielen Menschen? Nein, also ich muss zugeben, im Lauf meiner Karriere als Trainer, also im American Football, habe ich das auch noch nie erlebt, dass wir so viele Leute hatten und vor allem auch so viele Zuschauer. Die Eltern waren begeistert, da war eine Stimmung, war ein tolles Event, war einfach ein tolles Event. Also wenn Jakob Johnson damit unterstützt, dann wird es richtig groß. Weil, also mir hat Marvin Washington dazu gemeint, ja normalerweise sind es so 40, 50, 60 Leute so bei den Jugendcamps. Ja genau, so ist es ungefähr und jetzt waren es über 200. Das ist schon eine ganz große Nummer und es war eine tolle Leistung auch vom Verein hier, der das organisiert hat. Das war halt dann das Camp auch hier so ordentlich durchziehen konnten. Was nimmst du für dich mit heute? Ja, dass American Football jetzt nach ganz vielen Jahren, die ich dabei bin, auf dem Weg ist, einen Durchbruch zu schaffen und als Sportart hier in Europa wirklich eine riesige Nummer wird. Das ist toll. Also du siehst auf jeden Fall auch. Und wie war es jetzt mit den ganzen NFL-Spielern, die auch da waren? Hast du auch ein bisschen mit denen gequatscht? Wie war es so? Ja, so wie es die Zeit zuließ. Wir haben ja alle hier zu coachen gehabt, aber ja, ich habe mit denen allen auch mal gesprochen kurz. Wir haben uns Mittagspause oder so getroffen. Marcel Dabo war da, mit dem habe ich kurz reden können und natürlich mit dem Jakob Johnson, also alles okay. Ja, ich habe ja sehr viele Interviews aufgenommen mit den verschiedensten Spielern, auch Marcel Dabo und so, und alle haben dich gelobt, sehr. Ja, das ist schön. Also musst du dir das alles mal anhören in Ruhe, es waren viele coole Sachen dabei und ich habe wieder gemerkt, also du bist halt eine große Nummer so im Football, da jeder kennt dich, auch die ganzen NFL-Spiele und so. Was bedeutet dir das? Na, es ist schön. Das ist natürlich schmeichelhaft und das ist toll und ich freue mich darüber natürlich sehr. Am Ende mache ich es halt einfach gerne und es ist dieser Sport, der mich einfach fasziniert mit all seinen Facetten. Und wenn man das gerne tut, dann überträgt man das vielleicht auch auf die Leute. Auch Sami hat gemeint, ja, also du hast ihn da wirklich sehr stark beeinflusst, dass er mit seiner Athletik besser wird, dass er auch wusste, wenn er ans College geht, was auf ihn zukommt. Ja, der Sami hat auch fleißig trainiert und hat sich auch entsprechend gut vorbereitet aufs College. Aber am Ende muss er selber die Gewichte heben. Ich kann ihm nur mitteilen, was ich weiß, was ich kenne, aber der Athlet muss natürlich die Gewichte heben. Montagmorgen, ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter mir. Samstag, der Combine in Stuttgart
und am Sonntag das Jugendcamp mit Jakob Johnson, der American Football School in Ludwigsburg. Es war so viel los und ich wollte euch jetzt nochmal meine Gedankeneindrücke der letzten Tage nochmal im Podcast darstellen. Wenn ihr das hören werdet, werde ich viel geschnitten haben. Ich habe so viele Interviews aufgenommen, das ist gar nicht so einfach. Ich hatte nicht das beste Mikrofon natürlich dabei, ich hatte so ein Ansteckmikrofon. Von dem her, da darf ich noch ein bisschen nachbearbeiten, die Qualität. Das liegt, wenn ihr das hört, schon alles hinter mir. Das heißt, da war viel los. Es war mega spannend, Martin da zu begleiten, vor allem genau an diesem Wochenende mit den ganzen Spielern und Coaches und auch die Leute von der Search alle kennenzulernen. Das war mega klasse, hat mich so gefreut, bin überall herzlich aufgenommen worden. Einige kannte ich so vom Schreiben, aber persönlich getroffen hatten wir uns bisher noch nicht größer. Und das war wirklich mega klasse. Samstag natürlich Jakob dann auch mit dabei, ist plötzlich aufgetreten mit Pro7, war mit am Start, mit Icke. Icke auch super Typ, mega entspannt, hat sich direkt erinnert dann, ja, hier Football Haut nah, habe ich schon mal reingehört. Ach, du bist das, hab dich nicht direkt erkannt. Ja, ist echt klasse, was Martin da so erzählt und das ist ein cooler Podcast auf jeden Fall, das war auch klasse. Und natürlich dann am Sonntag, denn Sebastian Mühlenhof hat das organisiert, von der Presse zumindest her, wer bei dem Jugendcamp da alles mit dabei sein darf. Und vor über einer Woche habe ich ihm geschrieben, dass ich da auch mit Martin da sein möchte für einen Podcast. Ja, okay, kein Problem. Ein paar Tage später kam dann, ja, es ist noch Pro7, Sky, The Zone, von der Zeitung sind viele da. Und Football Bromance hat sich auch noch angemeldet und ich war so, wow, okay, spannend. Und weil seht euch die ganzen Interviews, die ich so geplant hatte, dann auch machen kann. Und wusste, dass Jakob Johnson kommt. Na, dann eben Björn und Sami von der Football Bromance. Das war's eigentlich. Am Samstag hieß es dann, ja, Johannes, kannst du Chris Esiala am Bahnhof abholen mit dem Auto? Ja, okay, gut, kann ich machen. Also habe ich Chris und auch Dominik Hanselmann, der Sohn von Martin, der auch lange Football in Deutschland gespielt hat und auch soweit erfolgreich war, die beiden am Bahnhof abgeholt. Die waren ein bisschen zeitversetzt da, deswegen hatte ich noch Zeit, mit Chris dann den Podcast aufzunehmen. Auch mega klasse Typ. Dann am Sonntag hieß es dann irgendwann, ja, David Bader kommt noch. Okay, cool, David auch noch da, der dann bei Daniel Minden übernachtet, weil die beiden gute Buddies sind. Ja, dann irgendwann hat Sami so telefoniert und so gemeint, ja, Marcel, wie bekommen wir dich rein, Marcel Dabo? Also gut, Marcel Dabo noch da, wusste selbst Martin nicht. Und das war dann echt spannend, also es waren irgendwie alle da vom Football gefühlt. Mark hat natürlich auch noch gefehlt, Mark Nesotscha. Allerdings war jetzt echt spannend, was da alles da war. Ein klasse Event, alles klasse Menschen, auch die ganzen Zuschauer, die mit dabei waren. Mega entspannt, da ist wirklich so, Football ist Family, hat man da total gemerkt, alle greifbar, aber keiner so jetzt aufdringlich, auch als Marcel dann reingekommen ist, jeder wollte eine Unterschrift von ihm, ich stand so ein bisschen daneben, hatte mein Mikrofon, dachte mir, ja, schauen wir mal, wann ich ihn mal interviewen kann, dann hat mir Murphy, hat mich da unterstützt dann, dass ich Marcel mal greifen konnte, dank dir da nochmal. Und ja, dann konnte ich ihn auch mal kurz interviewen, zu Martin auch, und ja, das war einfach mega tolles Erlebnis, spannendes Wochenende, so viel erlebt. Die Beine tun mir jetzt auch weh. Bisschen einen leichten Sonnenbrand haben wir uns alle geholt, denn obwohl es bewölkt war, kam doch immer wieder die Sonne auch durch. Und naja, wir haben halt doch schon April, da ist die Sonneneinstrahlung ein bisschen stärker. Das waren nochmal so die Eindrücke von mir. Ein klasse Camp, was Andy Meyer organisiert hat, im Namen von Jakob Johnson. Jakob möchte direkt wieder ein neues machen. Jetzt müssen sie erstmal schauen, wie sie jetzt das aktuelle, bestehende mal Revue passieren lassen. Denn da steckt schon sehr viel dahinter. Viele Leute, die da auch freiwillig mit unterstützt haben, die Ludwigsburg Bulldogs, die das ganze Essen gemacht hatten. Und auch so die ganzen Coaches, die hier ihre Zeit genommen haben. Dominik Hanselmann ist extra von Hamburg angereist zum Beispiel. Steffen war dann auch mit da aus Düsseldorf, der war ja auch im Interview mit dabei. Die sind da aus ganz Deutschland, die Coaches auch angereist für dieses Event, und das war ein klasse Event und zeigt, wie es Martin ja auch beschrieben hatte, wo der Football hingehen kann. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, die ganzen Interviews hoffentlich genossen habt. Ich hatte eine Menge Spaß, mich hat es gefreut, alle kennenzulernen. Mit jedem, mit dem ich gesprochen hatte, wie gesagt, total offen, total klasse. Auch die Spieler von der Search
oder die ganzen NFL-Spieler, die ganzen Coaches und Fans. Also vielen Dank, es war ein mega tolles Wochenende und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Podcast-Format, mit den ganzen Interviews hautnah mit an die Hand nehmen, was so alles los war in Stuttgart an diesem Wochenende. Von dem her empfehlt uns gerne weiter. Wir werden die komplette ELF-Saison über dieses Format beibehalten und Martin immer wieder zu den Spieltagen, auch zu anderen Spielen in der ELF mit interviewen, gewisse Highlights mit aufnehmen. Empfiehlt uns gerne weiter, schreibt uns Nachrichten, Kommentare, lasst ein paar Sterne da auf Spotify und Apple Podcast, bewertet unseren Podcast. Und empfehlen uns gerne weiter. Vielen Dank. Normalerweise kommen Folgen immer sonntags. Hier waren jetzt ein paar auch dann unregelmäßig mit dabei. Aber es war einfach so viel Content, den musste ich dann auch so nach außen bringen. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Sonntag spätestens. Macht's gut. Tschüss.